Der Start in die Rückrunde der A-Junioren-Bundesliga war mit 2 Siegen vielversprechend. Zuletzt gab es für die U19 von Domenico Tedesco leider wenig Grund zum Jubeln. Höhen und Tiefen wechseln sich ab. Für den Trainer ist wichtig, sich von Rückschlägen nicht unterkriegen zu lassen. Wir wollen immer gewinnen, geben immer alles und manchmal klappt es und manchmal nicht. Immer der Wille, zurückzukommen. Wir lagen in dieser Saison, glaube ich, 8-mal zurück und haben von diesen 8-mal 5-mal das Spiel drehen können, zu siegen. Von dem her die Qualität auch an sich zu glauben, an sich zu arbeiten und sich zu entwickeln. Zuletzt gelang der Mannschaft dieses Kunststück Ende November gegen die Münchner Löwen. Nach dem Rückstand glich David Otto noch vor der Pause aus, ehe in Durchgang 2 Robin Hack mit einem Hattrick groß aufspielte und sich und die Mannschaft für eine starke Leistung belohnte. Das Auf und Ab, das sich durch die bisherige Saison zieht, lässt sich gut an den vergangenen 3 Spielen ablesen. Aufgrund der ausgeglichenen Liga rangiert die TSG dabei nur 4 Punkte hinter Tabellenführer Augsburg. Unentschieden sucht man in der TSG-Bilanz übrigens vergebens. Fehlt vielleicht mal ein Remis als Entschleuniger, gerade nach Niederlagen? Genau dann hilft's. Das sind genau die Momente, wo es dann vielleicht ein Unentschieden hilft, so eine Serie im negativen Sinne zu brechen oder zu stoppen. Andererseits ist es so, wenn wir 2 Spiele unentschieden spielen und das dritte verlieren, haben wir 2 Punkte. Wenn wir 2 verlieren und 1 gewinnen, haben wir 3 Punkte. Von dem her ist der Sieg immer das, wonach wir streben. Auf der Wunschliste für nach der Winterpause Anfang Februar hat Tedesco dabei aber nicht nur weitere Siege stehen. Zunächst einmal die Rückkehr von wichtigen Spielern wie Joe Bender, Meri Skenderovic, auf die wir uns seit Anfang an eigentlich freuen. Mero hatte am Anfang auch viele Probleme, sodass wir eigentlich dann sagen könnten, wir haben 2 Neuverpflichtungen. Und mit denen geht's in die Vorbereitung auf eine hoffentlich erfolgreiche Zeit nach dem Winter.